Trinkwasser, eine kostbare und auf dem Planeten Erde knapp werdende Ressource. Aber selbst dort, wo es genügend Wasser gibt, steigt dessen Belastung. Denn eine große Menge des Wassers, das wir trinken, war schon in Gebrauch. In verschiedenen Kläranlagen hat es bereits unterschiedliche Reinigungsprozesse durchlaufen. Allein in Deutschland entstehen in Haushalten, Betrieben sowie durch verschmutztes Regenwasser jährlich 10 Milliarden Kubikmeter Abwasser. Über kommunale Kläranlagen wird es wieder aufbereitet und in Flüsse geleitet. Etwa die doppelte Menge kommt als Abwasser aus der Großindustrie in die Flüsse, teils wieder aufbereitet entsprechend staatlicher Regulierung. Bei der Abwasserreinigung sind heute neben mechanischer Abfallbeseitigung unterschiedliche biologische, chemische und chemisch-physikalische Methoden im Einsatz. Aber Abwasser ist nicht gleich Abwasser. Kühlwasser der Energieversorger, Wasser aus der chemischen Produktion, aber auch zahllose Pharmaka aus den Toiletten, große Mengen von Reinigungsmitteln aus der Küche, Abrieb von Stoffen aus der Waschmaschine, alles kontaminiert das Abwasser mit ganz unterschiedlichen Substanzen. Wasseranalytiker wissen, manche dieser zahllosen Chemikalien können Kläranlagen heute ungehindert passieren, gelangen auf diese Weise in den natürlichen Kreislauf und somit dann auch ins Trinkwasser. Doch damit nicht genug. Die biologischen und chemischen Prozesse in Kläranlagen verändern Chemikalien und erzeugen sogar bisher unbekannte Metaboliten oder Transformationsprodukte. Diese zahllosen Wirkungsmechanismen sind für den Wasseranalytiker längst noch nicht überblickbar. Doch die Forschung kommt kaum hinterher, denn die Industrie entwickelt laufend neue Chemieprodukte. Ein Beispiel, die PFC, die perfluorierten Chemikalien. Ihr charakteristisches Merkmal, die an Kohlenstoffketten gebundenen Wasserstoffatome sind durch Fluor ersetzt. Das Umweltbundesamt zählt dafür inzwischen mehr als 800 unterschiedliche Stoffe. Seit Jahrzehnten drängen immer mehr dieser PFC-Spezialchemikalien in den Markt. Die in der Natur nicht abbaubaren PFC machen es möglich und rückten dabei fast ungehindert in die Umwelt ein. Sie sind in der Natur bereits allgegenwärtig und inzwischen auch in Nahrungsmitteln, in der Leber von Tieren und im Blut von Menschen angekommen. Ob diese zahlreichen resistenten Stoffe im Organismus toxisch wirken, ist derzeit noch ein Thema der Forschung. In Deutschland hat es meines Wissens bisher noch keine bundesweite und flächendeckende Untersuchung dazu gegeben, wie groß das Problem der PFC-Belastung von Grund- und Trinkwässern tatsächlich ist. PFC, eine Zeitbombe, die noch explodieren wird? Aber auch ohne eindeutige Ergebnisse der Wissenschaft ist klar, in unser Trinkwasser sollten sie möglichst nicht gelangen.